Ich hatte ja schon im ersten Teil dieses Reaktionsvideos hier klargemacht, dass gerade eine wirklich absurde Diffamierungskampagne gegen die AfD läuft. Dass die Mainstream-Medien versuchen, die AfD als neue faschistische Partei darzustellen und da wirklich überhaupt nichts dran ist, wie Fabian Lehr wunderbar dargelegt hat. Wer Interesse am ersten Teil hat, der schaue gerne auf meinem Kanal vorbei. Den hatte ich schon gestern veröffentlicht. Naja. Oder der schaue sich das gesamte Video von Fabian Lehr an, dann kann er das ohne meine nervigen Kommentare hören. Wir wollen uns jetzt anschauen, warum die AfD erstens den Altparteien gar nicht so unähnlich ist und warum sie zweitens eine Politik machen könnte, die der rechten Regierung in Italien gar nicht so unähnlich sein dürfte. Also weiter stramm auf Westkurs bleiben, weiter die Militarisierung mitmachen, noch schlimmere Sozialgesetze gegen Arme und Arbeitslose beschließen, die Renten kürzen, Steuern für Reiche senken, also all das, was wir von den Altparteien schon kennen, und gleichzeitig nichts gegen die Migration tun, da das deutsche Kapital billige Arbeitskräfte aus aller Welt für seinen Erfolg braucht, um die Löhne zu drücken. Also so jedenfalls die Meinung von Fabian Lehr. Also, dass die AfD ganz im Gegenteil nicht so, wie uns in den Mainstream-Medien erklärt, dass eine faschistische Partei sei, die jetzt Millionen Leute abschieben wolle oder dieser ganze Quatsch, sondern dass sie einfach eine ganz normale neoliberale Partei ist oder sagen wir eine rechtsliberale Partei, nennt es wie ihr wollt, die Politik im Interesse des Kapitals macht. 80 bis 90 Prozent des Programms der AfD werden heute sowieso schon von der Ampel umgesetzt und werden in noch härterer Form von der CDU gefordert. Es gibt überhaupt keine Barriere, warum die AfD ihr Programm nicht, ich sage in Anführungszeichen, friedlich im Rahmen der bundesrepublikanischen Ordnung umsetzen könnte. Dazu kommt, dass die AfD entgegen ihrer Selbststilisierung als einer rebellischen, als einer Widerstands-, als einer Protestpartei ja in Wirklichkeit die servilste Milliardärs-, die kriecherischste Oligarchen-Dienerpartei der deutschen Parteienlandschaft ist. Das wirtschafts- und sozialpolitische Programm der AfD ist ein radikaler Neoliberalismus, der den der FDP noch übertrifft. Die AfD wird heute schon von nennenswerten Teilen des deutschen Großkapitals massiv unterstützt. Die AfD wird, wenn sie in die Regierung gelangt, zusammen mit CDU und möglicherweise FDP an den Fußsohlen der deutschen Oligarchie kleben, natürlich deren Klasseninteresse mit aller Militanz durchsetzen. Das Klasseninteresse des deutschen Großkapitals besteht momentan aber überhaupt nicht in einer Wiederholung des Dritten Reiches in seiner konkreten Politik. Ich bin mir deswegen auch ziemlich sicher, es wird, wenn die AfD in die Regierung gelangt, nicht nur keine massenhaften Deportationen von arbeitsfähigen, eingebürgerten Deutschen geben, es wird höchstwahrscheinlich nicht einmal einen Zuwanderungsstopp geben. Als die Nazis in den 30er Jahren an die Macht gelangt sind, haben sie das, wie man zum Beispiel in Franz Neumanns Behemoth sehr schön nachlesen kann, oder in den frühen Schriften von Agnoli. Die Nazis haben das getan auf einer Welle, in der das deutsche Großkapital ein starkes Interesse an der Faschisierung, an der Militarisierung und an einem großen Revanchekrieg hatte. Das deutsche Großkapital der Zwischenkriegszeit war durch den verlorenen Ersten Weltkrieg, durch den Verlust der Kolonien und dann die einsetzende Weltwirtschaftskrise weitgehend abgeschnitten vom Weltmarkt, als der Weltmarkt sich aufgeteilt hat in verschiedene hermetisch voneinander abgetrennte Schutzzollblöcke. Und Deutschland hatte eben einerseits durch den Verlust des Kapitals, das im Ausland investierte nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, andererseits durch den Verlust der Kolonien keinen riesigen Binnenmarkt mehr, um diesen Verlust der Exportmärkte auszugleichen. Das deutsche Großkapital hat ein massives Interesse daran, dass Deutschland sich extrem militarisiert, hochrüstet und durch einen großen Eroberungskrieg diese Schutzzollschranken niederreißt, sich den riesigen Binnenmarkt erkämpft, den man durch den Ersten Weltkrieg, die Kolonien und so weiter verloren hatte. Die also ich hoffe, ihr habt gerade alle zugehört. Fabian Lehr hat eben gerade noch mal kurz die NSDAP besprochen und sie jetzt nicht mit der AfD verglichen, sondern nur versucht, hier Differenzen herauszustellen. Die NSDAP ist in einer völlig anderen historischen Situation auch an die Macht gekommen. In einer Situation, wo eben große Teile des deutschen Großkapitals ein sehr starkes Interesse an einem Eroberungskrieg in Osteuropa hatten, um sich den Binnenmarkt halt zu erobern, den man im Ersten Weltkrieg eben teilweise verloren hatte. Und bei der AfD, da würde sich so eine historische Situation natürlich nicht wiederholen. Also wir haben ja heute den riesigen europäischen Binnenmarkt dank den EU-Verträgen, die ja die vier Grundfreiheiten, also Freiheit des Kapitalverkehrs, des Dienstleistungsverkehrs, des Verkehrs von Arbeitskräften und so weiter vorsehen. Also die und des Verkehrs von Waren natürlich, also diese vier Grundfreiheiten.
Das haben wir ja heute alles schon vertraglich zugesichert und auch das will die AfD auf keinen Fall abschaffen. Also selbst wenn da jetzt einige Töne kommen wie, wir machen ein Referendum zum Austritt aus der EU, lasst euch nicht täuschen. Also selbst wenn die AfD dieses Referendum veranstaltet, dann wird sie hinter mit der EU einen Vertrag abschließen, der auf den Status wie von der Schweiz und Norwegen hinausläuft. Also weitere Mitgliedschaft im europäischen Binnenmarkt, weiterer neoliberaler Wettbewerb, Race to the Bottom, weitere millionenfache Migration nach Deutschland, vor allem von osteuropäischen Arbeitskräften. Die Situation des deutschen Kapitals heute ist eine komplett andere. Das heutige deutsche Kapital ist ein extrem exportorientiertes Kapital, das auch von keiner in Schutzzollblöcke aufgetrennten, von keiner protektionistischen Mauer von den Weltmärkten getrennter Akteur ist. Das deutsche Kapital macht einen viel größeren Teil seines Umsatzes durch Export als durch den Binnenmarkt. Das ist auch einer der Gründe, warum in Deutschland das Lohnniveau so beschissen ist und in den letzten Jahren, insbesondere durch die Agenda 2010, erfolgreich abgesetzt werden konnte und im deutschen Kapital einen Wettbewerbsvorteil verschafft, weil der Binnenmarkt und damit die Kaufkraft der Menschen in Deutschland selbst für den Erfolg des deutschen Kapitals gar nicht so ausschlaggebend sind. Das Ausschlaggebende für das deutsche Kapital ist, dass man in Deutschland relativ billig mit relativ niedrigen Löhnen und Arbeitsschutzbedingungen produzieren und den Weltmarkt überschwemmen kann mit deutschen Exporten. Das deutsche Kapital hat also ein großes Interesse daran, ständig innerhalb Deutschlands eine große Masse von Billigarbeiterinnen zur Verfügung zu haben. Billigarbeiterinnen, die man eben in erster Linie durch Migration gewinnt. Das deutsche Kapital leidet zurzeit unter einem eklatanten Arbeitskräftemangel. Es gibt nichts, was weniger im Interesse des deutschen Kapitals wäre, als durch massenhafte Bürgerrechtsentziehung durch massenhafte Abschiebung von eingebürgerten Deutschen, die deutsche Bevölkerung um 20% zu senken, das Arbeitskräftereservoir um 20-30% zu senken und die weitere Zuwanderung zu unterbinden. Das deutsche Kapital wird bei einer AfD-Regierung flehentlich darum bitten, darauf insistieren, dass man weiterhin nicht nur dieses Arbeitskräftereservoir erhält, sondern im Gegenteil auch weitere Zuwanderung von billigen Arbeitskräften aus dem Ausland bekommt. Und das wird die AfD mit Sicherheit bewilligen. Das ist auch kein Grund. Hier habt ihr es gehört, diese komischen Planspiele von einzelnen Leuten wie Martin Sellner, oh, wir ziehen jetzt hier 14 Millionen Leute ab oder das ist ein paar weniger Millionen, ein paar mehr Millionen. Absoluter Quatsch. Also das wird nicht passieren. Man wird vielleicht einige hunderttausend Illegale mehr abschieben, als es jetzt die Ampel gemacht hätte. Aber in den demografischen Verhältnissen wird auch die AfD aller Voraussicht nach in Deutschland nichts Grundlegendes ändern. Grundlegender Bruch mit ihrem politischen Programm. Rechtsradikale, selbst offene Nazis und Faschisten haben ja kein Problem damit, dass Migrantinnen in Deutschland als ausgebeutete Billigarbeitssklaven leben. Rechtsradikale, Faschisten, AfDler haben ein Problem damit, dass Migrantinnen in Deutschland als gleichberechtigte Bürgerinnen leben, dass sie eine Bevölkerungsmehrheit darstellen können, dass sie politisch irgendwas mitzureden haben, dass ihre Belange, dass ihre Rechte politisch behandelt, politisch ernst genommen werden. Nazis haben kein Problem damit, dass sie eine ausgebeutete polnische Putzfrau bei sich haben. Sie haben kein Problem damit, dass sie ausgebeutete rumänische Billigarbeiter als Großbauern auf ihren Feldern haben. Sie haben kein Problem damit, dass bulgarische oder mazedonische Billigarbeiterinnen ihnen für den Hungerlohn ihr Haus bauen. Das Ironische in der deutschen Bevölkerungsgeschichte ist ja, dass der mit Abstand höchsten Migrantinnenanteil in der deutschen Bevölkerung hat während des Dritten Reiches 1944. SN00 Doc hat im Chat gerade einen interessanten Einwand gebracht, der von rechts sehr häufig kommt. Fachkräftemangel lässt sich doch eben, die keine Fachkräfte sind. Nun, es geht nicht um Fachkräftemangel. Es geht darum, Leute zu importieren, die dann durch Hartz IV, durch was auch immer, auf die dann Druck ausgeübt werden kann, dass sie jeden Job annehmen, die zu noch niedrigeren Löhnen bereit sind, von aus Sicht des deutschen Kapitals, auch ruhig schwarz, das ist den Kapitalisten dann relativ egal, die wirklich bereit sind, zu jeden Arbeitsbedingungen zu arbeiten und damit Druck vor allem auf die niedrigen Löhne ausüben. Also, dass dann die hohen Löhne nicht sonderlich fallen, das ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass das gesamte Lohnniveau gedrückt wird. Wichtig ist jetzt nicht, dass einzelne Löhne bei gut bezahlten Informatikern gedrückt werden. Wichtig ist, dass das gesamte Lohnniveau gedrückt wird. Und da ein sehr, sehr großer Teil der deutschen Bevölkerung, ich glaube ungefähr ein Drittel oder so, arbeitet für einen Stundenlohn von unter 14 Euro.
also da ein sehr, sehr großer Teil der deutschen Bevölkerung zu sehr, sehr niedrigen Löhnen arbeitet, bringt das eben aus Sicht des Kapitals besonders etwas, gerade bei diesen niedrigen Löhnen, besonders Druck auszuüben. Und selbst wenn nur, sagen wir, die Hälfte, zwei Drittel, drei Viertel der Migranten dann auch arbeiten gehen, ist völlig egal. Also ob der Anteil da jetzt etwas geringer ist als bei Deutschen, weil die nicht so gut Deutsch können, weil ist ja auch egal, warum. Aber selbst wenn der Anteil da geringer ist, üben diese Leute Druck aufs Lohnniveau aus. Und darum geht es. Es geht nur um Lohndumping. Und Migranten, die dann illegal hier sind, aber nicht abgeschoben werden, also die haben ja erst recht keine Rechte. Also die können sich ja gar nicht bei der Polizei melden und sagen, hallo, mein Arbeitgeber bezahlt mir den Mindestlohn nicht. Wenn sie das machen, dann werden sie abgeschoben. Das heißt, die, die sich illegal hier aufhalten und nicht abgeschoben werden, die sind erst recht bereit, zu wirklich allen Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Und genau darum geht es. Und genau in solche Richtung geht auch die Diskussion um eine Arbeitspflicht für Migranten. Also die Arbeitspflicht für Migranten, da sagt man jetzt, tja, wir bestrafen die faulen Ausländer, wir bringen die mal dazu, richtig zu arbeiten. Doch, ja, wozu führt das, wenn man Leute zu arbeiten zwingt, die sie eigentlich sonst nicht angenommen hätten, dass das Lohnniveau noch weiter gedrückt wird? Also es geht immer nur darum, das Lohnniveau zu drücken. Es geht darum, die deutschen Arbeiter noch schlechter zu stellen. Es geht darum, zusätzlich Konkurrenz zu importieren und diese Konkurrenzen so schlecht zu behandeln wie irgend möglich, um halt deutsche Arbeiter auch noch schlechter behandeln zu können und dann denen noch sagen zu können, seht ihr ja, die anderen behandeln wir doch noch schlechter, ihr habt doch einen relativen Vorteil. Darum geht es. 40 geherrscht. Deutschland hatte 1943, 44 durch die massenhafte Rekrutierung von Arbeitssklaven in Osteuropa, die in der deutschen Industrie eingesetzt wurden, einen höheren Migrantinnenanteil als heute. Was innerhalb der Reihen der NSDAP tatsächlich auch teilweise zu kontroversen Diskussionen geführt hat. Aber die Linie war tatsächlich, dass man selbst nach einem Sieg im Krieg die massenhafte Verwendung von osteuropäischen Sklavenarbeiterinnen in Deutschland mindestens für einige Jahrzehnte verewigen wollte. Dass man daran gedacht hat, rechtlose, unterworfene, ausgebeutete osteuropäische Billigarbeiterinnen dauerhaft in riesigem Umfang der deutschen Industrie einzusetzen. Na, die historischen Nazis, wie die heutige AfD, wie der heutige Rechtspopulismus, sind eben in allererster Linie Büttel des Großkapitals, die deren Wünsche umsetzen werden. Wenn das Großkapital einen Arbeitskräftemangel hat, wird man es nicht dazu verdonnern, die Bevölkerung um 20% zu senken, aus ideologischen Gründen der Rassereinheit. Das heißt, ich gehe sehr stark davon aus, die AfD wird nicht tatsächlich die Zuwanderung von Billigarbeitskräften unterbinden, wenn das deutsche Kapital gerade welche braucht. Es wird auch nicht 10, 20 Millionen Menschen abschieben und damit die deutsche Industrie zum kompletten Stillstand bringen. Man ist natürlich absolut fein damit, dass eine große Zahl von Migrantinnen in Deutschland leben, solange das rechtlose, unterworfene, niedergetretene Billigarbeiterinnen sind, die unter der Fuchtel deutscher Kapitalisten stehen und von der deutschen Polizei und der deutschen Regierung gefügig gehalten werden. Was die AfD tatsächlich anstrebt, ist durch die Drohung des Staatsbürgerschaftsentzugs, durch die Drohung der massenhaften Deportation, die Leute gefügig, ängstlich und kontrollierbar zu halten. Die AfD wird, glaube ich, keine fundamental andere Wirtschaftspolitik fahren, als es die CDU oder FDP tun. Die AfD stellt, das habe ich in mehreren früheren Beiträgen immer wieder betont, keinen grundsätzlichen Bruch mit dem System der BRD oder auch nur der bisherigen BRD-Parteienlandschaft dar. Die AfD ist eine Radikalisierung, eine Verschärfung, eine Vertiefung der Politik, die nicht nur CDU und FDP, sondern jetzt halt auch zunehmend die Ampel selbst gefahren haben. Die Ampelregierung selbst ist für Massenabschiebung. Die Ampelregierung selbst ist für das Umanlassen von Arbeitslosen. Jetzt ist mir gerade das Mikro runtergefallen. Resultat des Sturms hier. Okay, ich glaube, jetzt geht's wieder. Die AfD ist kein grundlegender Bruch mit der BRD ihrer bisherigen politischen Verfasstheit. Das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist, dass man sich keine Sorgen machen muss um die bevorstehende AfD-Regierung. Die bekommende AfD-Regierung auf Landesebene wie auf Bundesebene wird in jeder Hinsicht eine Verschlimmerung der bisherigen Situation darstellen. Die AfD wird mit Sicherheit noch weitaus mehr Menschen als die Ampelregierung abschieben, die nicht ökonomisch verwertbar sind. Man wird Massendeportationen durchführen an denjenigen, deren Arbeitskraft man gerade nicht gebrauchen kann. Die Ampelregierung wird wahrscheinlich eine noch brutalere neoliberale Sozialpolitik als die Ampel durchführen und es nicht nur bei der Drohung des Verhungernlassens von Arbeitslosen belassen, sondern wahrscheinlich
selbst das dürftige Hartz-IV-Bürgergeld-Sozialhilfesystem weitgehend zertrümmern. Die AfD wird mit Sicherheit eine weitere Militarisierung der Festung Europa durchsetzen, wahrscheinlich dafür plädieren, dass man übergeht vom Ertrinkenlassen von Flüchtlingen zum massenhaften aktiven Erschießen von Flüchtlingen. Ja, symbolische Grausamkeiten, aber die Migration an sich, die wird weiterhin zugelassen und gefördert. Das sieht man ja sehr gut in Italien. Also da hat Meloni die Migration, auch die illegale, nicht gestoppt, sondern sie einfach weiterlaufen lassen. Mittlerweile hat Meloni ja sogar schon zugegeben, dass sie die Migration gar nicht stoppen kann, dass sie gedacht hat, sie könnte die Landesgrenzen schließen, aber nach der Wahl, da wissen sie jetzt, dass das alles nicht so einfach sei. Ja, wie schnell das alles geht, wenn die Parteispender mit einem da mal ein ernstes Wörtchen reden. Naja, also in Italien sieht man das meiner Meinung nach ziemlich gut. Also es wird zwar gepoltert von konservativen Kulturkampf und wir machen jetzt alles anders, wir lassen keine Flüchtlinge rein, bla bla bla. Aber schlussendlich wird genau die gleiche Politik gemacht wie unter den Altparteien, selbst in Ungarn. Also einer der konservativen Regierungen, die ihre Wahlversprechen noch am ehesten umgesetzt hat. Selbst dort hat sich die Migration seit Orbáns Amtsantritt mehr als verdoppelt. Also selbst in Ungarn sind die Versprechen, also ist dieses Image von die lassen keine Migranten mehr rein, nicht ganz richtig. Also selbst in dem Land, was noch am konservativsten regiert wird in der EU. An europäischen Außengrenzen. Die AfD wird mit Sicherheit die Steuern für die deutsche Oligarchie weiter massiv senken, die Steuern für deutsche Arbeiterinnen und Arme massiv weiter erhöhen. Die AfD wird sich alle möglichen Grausamkeiten und Gemeinheiten zur Niederhaltung von Gegen- und Subkulturen ausdenken. Die AfD wird alle möglichen gaga-reaktionären Kulturkampfgesetze durchführen. Die AfD wird Frauenrechte in einem massiven Maß beschneiden. Die AfD wird die Stellung aller möglichen reaktionären Organisationen stärken. Die AfD wird in der Regierung dafür sorgen, dass Polizei und Justiz, soweit es in ihrer Macht steht, noch nachsichtiger gegenüber der radikalen Rechten, der faschistischen Rechten sind, dass der Staat noch weniger tut gegen Neonazi-Gruppierungen einen Freifahrtschein gibt. Eine AfD-Regierung wird alles, was in ihrer Macht steht, tun, um linke Organisationen und Strukturen zu zerschlagen und zu schwächen. Alles wird unter einer AfD-Regierung schlimmer werden. Aber eine AfD-Regierung stellt eben keinen grundsätzlichen Bruch. Sie stellt mit Sicherheit keinen Gegenpol zur aktuellen Politlandschaft in Deutschland dar. Der Beweis dafür ist ja, dass sich in der CDU, teilweise auch der FDP, mittlerweile die Zeichen mehren, dass man eben problemlos bereit sein wird, eine Koalition mit der AfD zu bilden. Die deutsche Parteienlandschaft, die großen deutschen bürgerlichen Parteien sehen selbst keinen fundamentalen Gegensatz zur AfD und kommen problemlos mit ihr aus. Es wird eine AfD-Regierung geben und das wird zeigen, dass die deutsche Parteienlandschaft selbst die AfD nicht als etwas außerhalb von ihr Stehendes da betrachtet. Das heißt nicht, dass die Linke keinen Fokus auf den Kampf gegen die AfD richten soll. Es bedeutet aber, dass die AfD eben nichts außerhalb dieses Systems Stehendes ist. Es bedeutet, dass die CDU, dass die FDP mit ein bisschen Sicherheitsabstand, dann möglicherweise auch die SPD, selbst ein Teil dieses Problems sind. Dass sie selbst die AfD befördern, den Sattel heben werden, mit ihr problemlos auskommen werden. Es bedeutet, dass die politische Ordnung der Bundesrepublik, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung der BRD etwas ist, worin die AfD problemlos Platz hat, dass diese politische Ordnung selbst das Problem ist und nicht das Hinzukommen eines weiteren, noch reaktionäreren, menschenverachtenden Players innerhalb dieses Systems. Und das bedeutet, dass man politisch eben komplett auf dem Holzweg ist, wenn man wegen des Aufstiegs der AfD sich jetzt solidarisiert mit den bisherigen liberal-konservativen bürgerlichen Parteien. Wie bei den Massendemonstrationen gegen rechts in Deutschland in den letzten Tagen teilweise CDU, CSU, FDP-Abgeordneten dabei waren, natürlich die Gelegenheit nutzen, sich als die vernünftigere Alternative zum Rechtspopulismus der AfD zu präsentieren. Die CDU, CSU, die FDP, die SPD und die Grünen sind genauso ein Teil des Problems. Sie sind ein Gesamtkomplex. Man kann nicht die AfD isoliert bekämpfen. Man muss das politische System, man muss den politischen Rahmen bekämpfen, innerhalb dessen die AfD überhaupt zu einem Massenphänomen werden konnte und dass sie integrierbar ist. 100%. Man muss diese gesamte Altpartei, oder nicht 100%, sagen wir, wenn das so allgemein formuliert, dann 100%. Ich muss mich hier jetzt noch davor, dass
man mich hier als Kommunisten bezeichnet. Trotzdem gute Analyse, wie gesagt, ich kann es nicht häufig genug betonen. Ein kleiner kommunistischer Blogger fasst die Ähnlichkeit zwischen AfD und Altparteien, die uns die Medien nicht zeigen wollen, wunderbar zusammen. Der AfD würde wenig besser werden, sie würde wahrscheinlich die Meloni machen. Also ihr glaubt nicht ernsthaft, dass eine schwarz-blaue Koalition aus der NATO austritt oder eine schwarz-blaue Koalition den amerikanischen Drohnenkrieg beendet, die Sanktionen gegen Syrien aufhebt, die Sanktionen gegen Russland aufhebt, um mal einige außenpolitische, finanzpolitische Dinge zu nennen. Ihr glaubt nicht ernsthaft, dass ein Röttgen als Außenminister weniger aggressiv wäre als eine Annalena Baerbock, selbst wenn er die AfD als Koalitionspartner hätte. Also, wie gesagt, meine Schlussfolgerung ist, wird BSW, Fabian Lehrs Schlussfolgerung, er ist Kommunist, es braucht wieder eine kommunistische Arbeiterbewegung. Halte ich jetzt weder für realistisch noch für sinnvoll, ist eine andere Debatte, aber die Analyse war auf jeden Fall gut.